Ja, wir begrüßen euch zum Thema Karma-Yoga. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Karma-Yoga Teil 1. Karma ist ja Handlung übersetzt, jede Form der Tätigkeit. Also das ist alles, was wir tun, auch schlafen, so wie essen, so wie arbeiten, aber das, was eventuell auch geistig abläuft. Also ganz unbewusst. Das ist eigentlich ein Bereich, der für alle Menschen zugänglich ist. Wir alle sind in einem offensichtlichen oder nicht offensichtlichen Aktionismus. Wir haben dadurch die Chance, Karma-Yoga im Sinne der Bedeutung aus yogischer Sicht quasi als Meditationspraxis zu integrieren. Und zwar so, dass wir jede Handlung selbstlos und mit einem absoluten konzentrierten Geist, also mit diesem hundertprozentigen Gewahrsein, ausführen. Also auch wenn geistige Aktionen aufkommen mögen, dass man diese quasi ganz selbstlos ausufern lässt. Das heißt, ohne Eigengewinn, ohne Erwartung und Abhängigkeit. Das nennt man dann auch Nishkama Karma Yoga. Absichtsloses Handeln. Man kann das hinkriegen, wenn man erstmal übt, eine Aufgabe zu einer Zeit zu praktizieren. Irgendwann mal ist das Bewusstsein so geschärft, dass man auch dieses sogenannte Ashta-Vandasana umsetzen kann. Ashta steht für 8, Vandasana für Handlungen oder Tätigkeiten. Also 8 Dinge auf einmal zu praktizieren und zwar ganz gewahr. Wenn wir erstmal mit der einen Sache anfangen und da das hundertprozentige Gewahrsein hinlenken, schaffen wir auch Frieden und Gelassenheit. Und Gelassenheit ist wieder diese Grundlage von Entspannung, die wir brauchen, um in die Supereffizienz zu bekommen. Gerade heute habe ich vom Neurologen Dr. Hütter einen Vortrag gehört, wie er auch sagt, dass Gelassenheit eigentlich die Grundlage dafür ist, dass unterschiedliche oder mehrere Gehirnareale aktiviert werden, sodass man in ein innovatives Handeln kommen kann. Also in so einer Art schöpferischen oder diesen schöpferischen Geist erleben kann. Dazu werden wir uns aber auch noch mehr äußern im Laufe des Kurses. Ja, die innere Erfahrungswelt ist also bei allen Aktionen wichtig. Also wenn ich handle und da dieses geistige Wirrwarr kommt, ich übe es mittlerweile so, dass ich dann durch meine Ausatmung diesen geistigen Wirrwarr hin zu dieser Handlung ausströmen lasse, bis das quasi ausufert. Diese totale Absorption dann mit der Handlung führt dann dazu, dass man ja aufgesogen wird von der Handlung und man vergisst dann jede Form der Instabilität, der Störung des Geistes, von alten Eindrücken und so weiter. Die Haltung dabei ist das ewige Geben, 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 statt Nehmen, Nehmen, Nehmen. Unsere Konditionierung ist eher nach Nehmen ausgerichtet, ist ja klar. Kalkulativ sein und absolut absichtsvoll zu handeln. Wie sieht das denn jetzt aus mit der Konzentration, der Willenskraft und mit mentalen Störungen? Was ist das eine und was ist das andere überhaupt? Ich finde es schön, dass Yoga immer wieder mit allegorischen Bildern arbeitet. Also man kann sich diesen wirren mentalen Geist wie so einen Fluss vorstellen mit unzähligen Stromwirbeln. Also wie so eine Art Gegenwehr, ne? Diese Stromwirbeln sind ja so eine Art Gegenströmungen. So. Und das hat ja dann zur Folge, dass durch diese Störung und Aufwallung Reibung entsteht und dadurch ein Verlust von Energie entsteht. Wir wissen ja, dass Ingenieure so arbeiten müssen, dass sie erst diesen einen Strom, Wasserstrom, in eine Richtung lenken müssen, mit so wenig Stromwirbeln wie möglich. So, und dann erst können sie den Turbogenerator quasi dahin, also hinstellen, um halt aus diesem einen Strom, Wasserstrom, dann Elektrizitätsenergie umzuwandeln. Also Elektrizitätszufuhr ist abhängig letztlich von so wenig Stromwirbeln wie möglich. Wir müssen also darauf gesinnt sein oder unsere Haltung muss so sein, dass wir einen Gedankenstrom entstehen lassen müssen. Und so schaffen wir von unserem Geist Hilfe anstatt Störung. Wir haben dann als Ergebnis einen perfekten Empfänger, einen perfekten Spiegel von Erfahrung, also
von das, was hochkommt. Das kann dann ganz klar reflektiert werden. Und so schaffen wir quasi den Übergang. So ist dann unser Geist im Grunde eine Stütze, um uns zum höheren Bewusstsein zu befördern. Das ist jetzt so ein bisschen abstrakt. Aber wenn wir halt diesen Chaos und diesen Wirrwarr ausufern lassen, alles andere, was aufkommt, dann ganz klar sehen können, ganz klar einordnen können, haben wir quasi eine Stufe erreicht, wo es um mehr geht, als sich nur um Probleme zu kümmern. Es geht dann um den Zugang zu einem höheren Wissensstand, der von oben nach unten kommt. Dieser Wissensstand ist ja eh verbunden mit diesem energetischen Substrat und der wartet so quasi auf uns, um das aufzunehmen. Ja, die Willenskraft. Allgemein kennen wir die Willenskraft als die Fähigkeit, alle eigenen Aktivitäten für das Erreichen eines klaren Ziels zu motivieren, zu mobilisieren und harmonisieren. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Die Willenskraft aber aus yogischer Sicht ist die absolute Effizienz in der einen Aktion. Also, wir sind im Momentum in der absoluten Achtsamkeit, in dem absoluten Gewahrsein. Und dadurch wird die Geisteskraft erst entfesselt. Klar, Yoga spricht auch von Zielen, aber es sind keine Ziele, die so äußerlich gestellt sind, sondern es geht mehr so um Ziele, die zur Überwindung der eigenen Schwächen dienen sollen. Immer dahingehend, sich selbst zu neutralisieren, allem gegenüber weise eingestellt zu sein. Samadhi, Samadhi. Ja, das, was so irgendwie belächelt als Erleuchtung gilt, ist eigentlich die Etablierung von Weisheit. Alles, was auf uns zukommt, quasi immer wieder neutral zu betrachten. Handlung als Quelle des Glücks. Handlung könnte die Quelle des Glücks sein, wenn es als das Sprungbrett der spirituellen Erleuchtung gesehen wird. Samadhi, habe ich eben schon erklärt. Karma Yoga ist das Ventil für jede Art von Samskaras. Samskaras sind so emotionale und geistige und alte Eindrücke, die immer wieder auftauchen. Von Swami Satyananda. Ja, also, es ist halt so, dass wenn wir das hinkriegen, wirklich jede Tätigkeit mit vollstem Gewahrsam auszuführen, dann erreichen wir eine sehr hohe Sensibilisierungsstufe von unserem gesamten Körper, Geist und auch Energiesystem und können dann quasi gewahr werden dem Prana, also diesem, worüber, also dieser Lebensenergie, worüber wir schon gesprochen haben, die uns quasi ja auf höhere, feinere Ebenen bringt. Also, wenn wir dieses Gewahrsein üben, dann erleben wir im Grunde unser alltägliches Leben als Meditation, auch als Sahaja Samadhi bekannt. Wie so ein ständiger Meditationszustand. Nicht abgehoben, sondern ganz präsent. Wir haben also auch durch Karma Yoga die Chance, das Aufkommen von mentalen Problemen, auch während wir ganz gewahr sind, der Handlung gegenüber, das Aufkommen mentaler Probleme quasi beachtet werden und da sind und man sie ausufern lassen kann. Hier muss man aber wieder ganz achtsam mit sich umgehen. Wenn das zu viel wird, muss man abbrechen. Die Welt wird als Spielfeld, sogar als Testwelt betrachtet. Und zwar, vor der man nicht fliehen sollte, sondern wie so eine Art Workshop, wo das Körper-Geist-System geschärft wird durch die Konfrontation mit anderen. Warum reagiere ich jetzt und jetzt auf den und diesen? Also es ist einfach da, um halt die eigene Stumpfheit und Ignoranz aufzulösen, um in Kontakt zu kommen mit seinen eigenen noch vorhandenen Berührungsflächen oder ja, Triggermomenten, ne? Damit das schön hochkommt und betrachtet werden kann. Und das, ne, kriegen wir mehr in Interaktion mit anderen mit, als wenn wir uns isolieren würden.
Wir kriegen also die mentalen Probleme, die mit, wir lassen sie fündig werden sozusagen. Und in der Isolation haben wir keine Garantie für das, was wir uns vorstellen. Das ist ja das, dass wir uns Frieden vorstellen. Aber das eingravierte Feld von Lüsten, Bedürfnissen, Ängsten etc., das ist ja noch da. Auch im Wald. Das heißt so schön in der alten Schrift Ashtravakra-Chitta, der Erleuchtete lehnt weder die Menschenmenge ab, noch sucht er nach dem Wald. Unter allen Umständen, an jedem Platz, hält er die perfekte Balance. Grundlagen des Karma-Yogas. Ja, wie gesagt, Karma-Yoga akzeptiert die materielle Welt. Die ist da, wir brauchen sie. Ja, aber es ist nicht die Arbeit als solches oder die Gegenständlichkeit als solches, die uns unzufrieden, die uns bindet, sondern es ist die Abhängigkeit, die Erwartung all dessen. Die bindet uns an diese Gegenständlichkeit und macht uns unzufrieden. Ja? Gerade dann, wenn sie dann wegfällt. Dann merken wir es. Ne? Also, wir brauchen die Einstimmung auf das reine Bewusstsein, auf das, was quasi völlig unabhängig in uns existiert. Und das schafft Freiheit und Wissen. Wir können auch diese Begrenzung der Welt transzendieren dadurch, durch Karma-Yoga. Die Begrenzung der Welt schaffen wir eigentlich durch eigene Vorstellungen und Erwartungen, weil wir unser eigenes Muster da hineingeben. Und dementsprechend sollte es dann laufen, wenn wir Glück haben. Aber wir können ja auch immer das Ganzheitliche sehen. Immer quasi nur für den Momentum da sein, aber auch im Sinne für das große Ganze. Wir sind unabhängig von den Handlungen und deren Gewinnbringung dadurch. Und dadurch wird Arbeit zum Spiel. Es wird alles ein bisschen entspannter betrachtet. Diese Nicht-Identifikation, die schafft es auch, dass man Liebe allem und allen gegenüber erlebt, weil du nicht nach deinem eigenen Vorteil suchst und handelst, weder in der Sache noch im Menschen. Und diese Reduktion der Überidentifikation über den ganzen Tag hinweg kann geübt werden. Jetzt nochmal im Vergleich, egozentrisches zum Handeln, zum selbstlosen Handeln. Das egozentrierte Handeln, das führt immer zu Überidentifikation mit einer Sache. Auch zu einer Hochfunktionalität. Also das ist eher systematisch. Das hat nichts mit der Supereffizienz zu tun. Die Hochfunktionalität ist eher schematisch, wie gesagt. Man hat auch ein kalkulatives Handeln. Man rechnet aus, ne? Wenn ich das und das mache, ergibt sich das. Und es ist aus der Begrenzung heraus. Allein schon deswegen, weil du aus einer Anspannungssituation heraus handelst. Und aus der Anspannung heraus zu handeln, ist immer begrenzt. Und dann kommst du auch in entspannten Situationen in eine Anspannung, weil du ständig damit beschäftigt bist, oh, ist das jetzt wirklich gut für mich? Reicht das aus? Ja, entspricht das meinen Vorstellungen, Erwartungen etc. pp. Und rechnet sich das überhaupt für mich aus? Das selbstlose Handeln geht in die Unabhängigkeit. Und wenn das Ding wegfällt, dann fällt es weg. Ich bleibe trotzdem in der Zufriedenheit. Supereffizienz, das hat was mit der Intuition zu tun. Mit dem intuitiven Wissen, ein Wissen von oben nach unten. Das führt mich. Und das ist ganzheitlicher. Übrigens geht der Neurobiologe Hütter darauf auch nochmal ein. Aber wie gesagt, das wäre jetzt zu weitreichend. Der hat das sogar anhand eines Testes sehr gut erörtern können, was Entspannung als Grundlage auch mit den unterschiedlichen Gehirnarealen macht. Und geht quasi auch darüber, also darüber, über diesen Test in die Aussage, dass Entspannung zur Supereffizienz, zur Aktivierung unterschiedlicher Gehirnareale führt. Es ist auch eher ein spontanes, dadurch ein intensives Handeln. Es passiert einfach. Und es ist unbegrenzt. Du kommst in so eine Art Kontinuität. Dieses selbstlose Handeln schafft es auch, dass du entspannt bleibst in absoluter Anspannungssituation, weil du einfach nicht mehr damit beschäftigt bist, ob das jetzt alles hier richtig oder falsch, gut oder schlecht, produktiv oder nicht produktiv ist. Du machst einfach. Und die Entspannung als Grundlage bringt dich sowieso in die richtige Richtung des Handelns.
Also führt dich da sowieso ganz galant durch. Methoden zur Umwandlung. Wie schaffe ich das überhaupt? Wie kriege ich diese Dekonditionierung hin, das Leerwerden von alten Mustern und Zwängen und kalkulativem Handeln? Ja, erstmal sollten wir uns dessen bewusst sein, das Ego als solches ist wichtig, und zwar für das Funktionieren des Zusammenspiels zwischen Körper und Geist. Also wir brauchen schon das Ego, damit das alles so in diesem ja, Reiz-Reaktionskontakt zwischen Körper und Geist ja, hält. Aber es ist mehr diese Überidentifikation mit den Trieben, mit dem, was uns zu einer absoluten Egozentriertheit führt. Wir schaffen es eigentlich durch einfache Hingabe, dieses Ego in der Überidentifikation zurechtzuweisen. Also, indem wir uns erstmal kleiner machen, uns unter die Handlungstat stellen und sie einfach machen. Und dadurch im Grunde die eigenen Bedürfnisse dann überwinden. Das bedeutet nämlich auch Bhakti-Yoga, die Überwindung der eigenen Lüste und Bedürfnisse. Es fängt manchmal so damit an, dass man sich dazu bringt, Toiletten zu putzen. Vielleicht auch mal die Toiletten anderer zu putzen. Gut ist es auch immer wieder, Shakti Bhav, also die Beobachterrolle einzunehmen, weil wenn man sich außerhalb nochmal der Handlungstat und sich selbst betrachtet, schafft man vielleicht besser dieses Desinteresse der Sache gegenüber, die man gerade tut. Man kann aber auch ganz gezielt und bewusst nicht nach eigenem Vorteil suchen. Also genau das tun, was man sonst nicht machen würde. Ich habe mir das jetzt vorgenommen mit dem Thema Geben. Aha, das kriege ich nicht zurück und das auch nicht. Na gut, dann gebe ich halt noch mehr. Gut ist es auch, sich einfach nur der Sache hinzugeben, mit einem intensivierten Gewahrsein. Also so ein Plus an Gewahrsein, so ein Plus mehr an Hingabe. Das können, finde ich, Künstler und Musiker sehr gut, sich dem Instrument noch mehr hinzugeben. Das sind für mich immer die besseren als die technisch guten Musiker und Künstler. Wie gesagt, das Handeln mit dem Blick auf das große Ganze, auf die ganze Situation, auf das ganze darüber hinausgehende Umfeld, auf die ganze Welt, frei von den eigenen Vorlieben. Also, es fängt ja schon auch hier mit dem Thema des Nichtverletzens an, ja. Kralle ich jetzt dieses Waschmittel, weil es billiger und einfacher ist? Oder gehe ich mal mit meinem Gewahrsein Richtung des Handelns, Richtung einer Tätigkeit, die quasi auch das große Ganze mit supportet? Palmöl zum Beispiel ist in jedem zweiten Supermarktprodukt enthalten. Dafür werden Regenwälder abgerodet. Was mache ich damit? Jetzt nicht ganz, nicht dogmatisch gemeint, sondern nur so als Impulssetzer. Was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Und das führt dann wiederum weg von diesem selbstzentrierten Handeln. Ja, vielleicht auch das Bild zu verstehen. Also die einzelnen Zellen im Körper, die richten sich nach dem Herz aus. Die erfüllen ihre Aufgaben so, dass das Herz funktioniert. Wenn das nicht wäre, hätten wir einen Ganzkörperkrebs. Und so kann man das vielleicht auch im weltlichen Kontext als Weltkrebs bezeichnen, wenn jeder Einzelne nur nach sich orientiert wäre. Interessant ist es auch, das hatte ich kurz erwähnt, hier in Punkt 4, bewusst nicht nach dem eigenen Vorteil zu handeln, das dharmische oder adharmische Handeln, zum eigenen Wachrütteln, also vielleicht jetzt auch nicht nur dir selbst gegenüber, dharmisch, also bedeutet deinem eigenen Naturell entsprechend und adharmisch auch, indem du halt daran verhindert wirst, etwas zu tun, was nicht deiner eigenen Kernnatur entspricht. Und wenn du vielleicht zum Beispiel beobachtest, wie in deinem Umfeld jemand gegen seine eigene Natur handelt, ja, ihn einfach darauf aufmerksam machst, ganz liebevoll. Und das kann manchmal ganz abstrus für andere wirken, wie du dann quasi diesen Menschen inspirierst, vielleicht in eine Gegenhandlung zu gehen.
Ja, also ich habe mich zum Beispiel lange gewehrt zu unterrichten oder dieses und das machen zu wollen. Und dann war so der innere Impuls auch von meinem damaligen Lehrer, ja, aber vielleicht entspricht das deiner Kernnatur. Und du meidest es nur, weil es halt nicht bequem ist gerade. Also gehst jetzt da rein und machst das Ding. Ja, das ist ein wichtiges Thema, das Karma-Yoga, weil es einfach ein Teil unseres Lebens ist, welches sehr viel und sehr lange vorkommt, nicht? Und wir können es für uns nutzen, indem wir quasi wegkommen von dieser Erwartungshaltung unserer Handlung gegenüber. Danke und bis bald. Ciao.